Die Augenblicksvergegenwärtigung, das Aufklaffen des Existenzempfindens mit der unzurückweisbaren Erkenntnis, dass es keine Möglichkeit, keine Chance gibt, aus dieser Sphärenkugel, aus diesem Körpersack, aus diesem Körpersack herauszukommen, immer eingesperrt zu bleiben in ihnen, in ihn, auch wenn man die Metapher verwendet, man könnte aus der Haut fahren, weil wenn dann alles egal ist, was man glaubt und man diese Hautgrenzen sowieso nicht überwinden kann und man sich immer mitnehmen muss und am Ende der Sack zugemacht wird und also diese ganzen Phänomene des überwältigenden Bühnenspektakels der Beobachtung eines Umgebenden nie erreichbar werden kann durch die Tentakel, nie beeinflusst werden kann. Aber dieses es nötig hat, immer den Knüppel auf den Sack zu hauen, ihn durchzuwalken, solange bis das Leder dünner wird, aber nein, es wird ja nicht dünner, es wird nur rissiger, ständig auszutesten, ob die elastisch-plastischen Membranen diese Zumutung, diese Herausforderung, diesen Fallstrick bei den großen Sackhüpfen doch noch überspringen wird, erneut immer wieder, und es mit ein paar Versprechen lockt, doch, du kannst schon aus deiner Haut fahren, mach es doch diesen anderen Abzweigungswegen nach, die mit ein bisschen Austausch deiner Kernsubstanz tatsächlich manchmal in die Haut hineinfahren lassen und aus der Haut herausfahren machen lassen können, um ein neues Sphärenkugelwesen abzuschnüren.